You know, my dear friends, when these things are brought to us, shall we cut short God's work? Wenn diese Dinge uns treffen, sollen wir dann Gottes Wort verknappen. Ich versuche, die Teilnehmerzahl auf unseren Rüstzeiten zu beschränken, weil ich will, dass die Qualität besser wird, aber ich sehe nicht, wie wir das machen können, auch nicht bei 10.000. That means the kitchen has got to be upgraded. Water supply has got to be upgraded. Die Küche muss neu ausgestattet werden. Die Wasserversorgung muss neu gemacht werden. Man muss mehr Unterkünfte bauen. Some of you do not know that manche von Ihnen wissen nicht, have doubled and tripled, dass die Stahlpreise sich verdoppelt oder verdreifacht haben in den letzten Jahren. And most of our structures have to be und die meisten unserer Gebäude reinforced, müssen aus Stahlbeton steel buildings gebaut werden. And so, mounting bills all the time. So steigen die Rechnungen. And are we going to say, hey, there's no need out there? Werden wir dann we'd sagen, better stop da draußen and say, that's about ist keine Not. That's okay. Wir sagen we lieber, can do more. Wir können nicht mehr tun. Serve more wir können nicht mehr Leuten dienen. No. Nein. The Lord Jesus Christ went der Herr Jesus Christus where there was need. Ging dorthin, wo die Not war. Now, if you are going to make it the rule of your life, wenn Sie es zur Lebensregel machen, you will go where money is to be found, dass Sie dahin gehen, let me tell you, wo es das Geld you gibt, will self-destruct. Dann werden Sie sich selbst zerstören. God's way is Gottes Weg ist going where there is need. Dahin gehen, wo die Not ist. To supply what others cannot supply. Das geben, that's God's way. Was andere nicht geben that's können. Walking by faith. Das ist Gottes Weg, das ist der Wandel im Glauben. Now it might seem like a very hard lesson for most of you. Auch wenn es den meisten von Ihnen sehr schwer fällt, das zu akzeptieren. That's a very rich lesson. Da kann man viel lernen. Your soul will be enriched. Ihre Seele wird sehr bereichert werden. And you will be fulfilled. Sie werden Erfüllung finden. Walking by faith and not by sight. Im Glauben wandeln und nicht im Schauen. You know, when you look at things, they appear so dismal. Wenn man Dinge anschaut, die so trübe aussehen. You know, it looks like the bottom is falling out of our present civilization. Es scheint, dass der Boden herausbricht unter unserer modernen Zivilisation. What are my children going to do? What are my grandchildren going to do? Und man denkt, was werden meine Kinder tun? I tell you, was werden meine Enkelkinder machen? You will worry yourself to death. Da kann man sich zu Tode sorgen. But if you can communicate faith to your children, aber wenn man den Kindern Glauben vermitteln kann, all else may pass away. Alles andere heaven and earth may pass away. Mag vergehen, Himmel und Erde mögen vergehen, but not a jot or tittle of this God's word will pass. Aber kein Strichlein vom Wort Gottes. You can anchor your trust and your hope in Jesus. Sie können Ihr Vertrauen, Ihre Hoffnung in Jesus verankern. Wissen Sie, inflation is hitting new heights. Meine lieben Freunde, wo die Inflation neue Höhen erreicht. And people, the most brilliant minds, do not know how to control inflation. Und die klügsten Köpfe nicht wissen, wie sie die Inflation unter Kontrolle bekommen. You know, balance. Industry, they have got to produce more jobs. Die Industrie muss mehr Stellen. More money going out to the bank. Erzeugen, das heißt, die Banken müssen mehr Geld liefern. And the banks being emptied by panic-stricken investors. Aber die Banken werden geleert durch
Investoren, die in Panik geraten. Diese Zeit ist schwierig. Let me tell you, if you anchor your trust in Jesus, ich will Ihnen sagen, wenn Sie Ihr Vertrauen auf Jesus setzen, he will not fail. Dann wird er Sie nicht im Stich lassen. Everything else may fail. Alles andere mag Sie im Stich lassen. Don't take me for a prosperity preacher. Sagen Sie nicht, dass ich ein Prediger bin, or I know hard times. Der predigt, dass es einem als Christ gut gehen muss. Ich kenne auch schwere Zeiten. I know tough times. Ich kenne schwere Zeiten. I know what it is to walk in the valley. Ich weiß, was es ist, durch das Tal zu gehen. And have the strength reach from God. Wenn man von Gott when no one can help. Kraft bekommt, wenn keiner einem helfen kann. So, my dear people, also meine Lieben, walking by faith, last of all, please turn to Galatians, the fifth chapter. Im Glauben leben, zum Schluss schlagen Sie bitte auf, Galater Kapitel 5. The 16th verse says, walk in the Spirit. Galater Kapitel 5, Vers 16, wandelt im Geist. My goodness, we are all walking in our bodies, I suppose. Wir leben indeed we are. Doch alle in unserem Körper, nehme ich our an. Our legs carry us. Unsere Beine tragen and uns. And we walk as normal. That's the normal walking. Wenn wir gehen. But here we are told. Das ist das normale Gehen, aber hier wird uns gesagt. Galatians 5, 16. Galater 5, 16. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh. Dies sage ich nun, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Walk in the Spirit. My dear friends, you know, this is another level of walking. Meine lieben Freunde, walking in the Spirit. Das ist eine andere Stufe, auf der man lebt. Das Leben im Geist. Praying in the Spirit. Das Beten im Geist. Singing in the Spirit. Das Singen im Geist. You know, when you want to walk with Jesus Christ. Sehen Sie, wenn Sie mit Jesus Christus leben wollen. You don't want a lot of clutter in your life. Dann wollen Sie nicht viele unnötige Dinge im Leben. No, your life becomes very simple. Ihr Leben wird sehr einfach. Your taste becomes simple. Ihre Geschmäcker werden sehr einfach. You don't want to carry a lot of excess baggage with you and worry about this and worry about that. Sie wollen nicht viel unnötiges Gepäck mitnehmen und sich viel Sorgen machen. Life becomes very beautiful and simple and productive. Das Leben wird sehr schön und einfach and creative. Und produktiv und kreativ. Walking in the Spirit means Wandeln im Geist bedeutet God's Spirit. Gottes Geist teaching you how to walk. Lehrt sie, wie sie leben sollen. Walking in the Spirit. Wandeln im Geist. You don't fulfill the lusts of the flesh there. Dann erfüllen sie nicht die Gelüste des Fleisches. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. When you walk in the Spirit. Wenn ihr im Geist lebt. You see, now suppose I've got a lovely vessel here, nice looking. Wenn ich hier ein schönes Gefäß silver, hätte, gold vessel, ein Silbergefäß, and I'm pouring some precious liquid into it. Gieße eine kostbare Flüssigkeit and hinein. I take no note of the huge leak. Und ich achte nicht below. Auf die große lecke Stelle unten. So I keep pouring, und ich gieße hinein, and it keeps leaking. Und es leckt laufend. And when I look for some my vessel is full, isn't it? Und wenn ich denke, mein Gefäß ist jetzt voll. All of it has leaked. Nein, es ist alles wieder herausgelaufen. You know, we spring a lot of leaks. Wissen Sie, bei uns gibt es viele Lecks in our life. In unserem Leben. And some of these leaks manche dieser Lecks are formed by our welcoming them. Sie entstehen dadurch, we welcome the clutter. Dass wir uns darüber freuen. We welcome the unspiritual talk. Wir freuen uns über das ungeistliche Reden. We welcome the slander. Wir freuen uns or evil speaking. Über die Verleumdung. And then you will get a big leak. Über das böse Getratsche. Dann
And you begin to wonder, kommt ein großes Leck. Oh, what's happening to all my prayer? Where is it going? Und dann fragen wir uns, wo gehen denn alle meine Gebete hin?